Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bossock to Workers and Resources Soviet Republic. Moin Moin! Sole! Wir haben jetzt. Okay, mein Handy soll ich vielleicht mal leise machen. Wie immer. Ganz Tag schreibt keiner. Und sobald die Aufnahmetaste gedrückt worden ist, dann geht's los. Hier sind wir gut dabei, sagen wir es mal so. Nicht perfekt, aber gut dabei. Wir haben auch hier hinten immer zu wenig Mitarbeiter drin. Und wir sollten hier auch wieder 5 reinlassen. Kneipe, Zeug, Kindergarten, Einkaufszentrum, Schule 2, das ist da schon im Bau. Da können die. Wieso fangen die eigentlich hier noch nicht an? Achso, ja, siehst du, genau, Beton und Asphalt. Es wird überall Beton und Asphalt gebraucht. Runtergefahren. Da kommt unser Buslein wieder. 7 Arbeiter. Die gehen hier hin zum Einkaufen. Okay. Auf. Wenn die eh nichts machen können, dann sollen die hier schon mal Zeug hinfahren. Zumindest den Kies. Dann haben wir das schon mal. Mal hier jetzt nur runterfahren. Dann können Sie den Kies da schon mal hinbringen. Ja, wie gesagt, das große Problem ist halt, Asphaltanlage. Oh, einer geht zum Betonberg. Und jetzt gehen sie zur Asphaltanlage. Ich raste aus. Ah, okay, da fahren sie jetzt aber sofort hin. Du auch? Ja, sehr gut. Das ist gleich fertig. Ja, aber die Mitarbeiter sind schnell raus. Hat sich also nicht wirklich gelohnt. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wo fährst du jetzt hin? Zum Kindergarten? Okay. Wisst ihr was? Oh,
da ist gerade unser Konstruktionsbüro fertig geworden. Wir planen das Baugebiet hier oben schon mal. Wohngebäude. Natürlich mit dem Wireframe. So, ein Haus dahin. Eins dahin. Dahin. Eins dahin. Eins dahin. Eins dahin. Ist auch falsch umgedreht. Dahin. Eins dahin. So. Toll. Dann eins da, eins dahin. Da, da, da und da. Drei. Wir haben keinen Bagger frei. Da ist einer. Noch die beiden oder beziehungsweise den einen. Oder ist der andere jetzt hier? Oh. Yay! Habe ich den falschen Knopf gedrückt. Gut, haben wir aber das schon mal angefangen zu planen hier. Aber bevor wir hier weiterbauen. Sollten wir vielleicht das hier machen.
Das gleiche spiele ich nie auch. So. Dann haben wir das wenigstens schon mal geplant. Wie viele Tonnen haben wir hier? 94. Letzte Chance zum Kauf wollen wir nicht. Hier, Gießasphalt, Beton fehlt. Da kommt Beton. Da kommt Beton. Echt jetzt, Alter. Hat er jetzt das doch schon... Müssen wir das halt nochmal machen. Gut, der Kies ist da. Nehmen wir die Zuordnung raus. Hier kommt ein Deckenfertiger. Das jetzt aus, können wir hier Wohngebäude. Nicht. Dann halt nicht. Wir haben gerade wieder viel zu viele Aufträge hier drin. Studenten haben wir. 521, das scheint wieder nach oben zu gehen. 49, das geht runter. Asphalt. Das ist doof. Das sind die Kohleschubser. Hier ein bisschen was zu tun. Abziehen. Eigentlich eher weniger, ne? Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir am Bussen da? Von da. Nach da. Nach da. Start. Von da. Das ist halt scheiße.
Er würde es hier ganz gerne Asphalt fahren, aber geht halt nicht. Was war hier das Problem? Achso, die haben wir schon gebaut. Kornspeicher. Warenhaus. Kornspeicher, Warenhaus. Warenhaus verteilt zu Nahrung. Viehzucht, Viehzucht zum Schlachthof, Schlachthof zur Fleischlagerung, Tankstelle, Bauernhof, Kornspeicher, Stofffabrik, Bekleidungsfabrik, okay. Okay. Es wird halt überall dran gebaut, ne? Aber es reicht nicht. Einer, drei. Siegelritter Stahl, okay, du bist soweit durch. Die Kneipe. Soweit durch. Beton. Beton und Asphalt. Beton und Asphalt. Gut, jetzt geraten. Unser SKD ist gerade wieder völligst in den Stress. Wir haben so ein Schiebeteil. So ein Stalinek. Tatsächlich so einen verdammten Scheiß Bagger, ne? Der fährt zum Kindergarten. Na gut, der wird jetzt erstmal bei weitem nicht frei werden. Bagger, 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 Bagger. Oh. Teures Teil. Der wird jetzt auch nicht wirklich lange frei bleiben. Entweder fährt er jetzt gleich zum Tanken. Nee, fährt direkt hoch auf die nächste Baustelle. Fahren hier hoch. Machen das beides weg. Und der hat auch noch Feuer. Das kann doch nicht wahr sein! Das gibt es doch nicht.
bist du hier wenigstens fertig. Auch noch nicht. Ich hab tatsächlich drauf gedrückt, ne? Ziegelstahl. Krieg ich hier keine Bäume mehr? Wollte doch gerade sagen, hier muss man noch Bäume reinbekommen irgendwie noch. So, nee, ich glaube, ich habe das nicht gemacht, weil hier noch alles im Bau gewesen ist. Gut, wie viel lädst du hier ab? Na gut, einige nach da oben. Endlich kann da mal Asphalt abholen. Na, wollen wir nicht. Ja gut, unsere... Nee, sind's nicht. Die Kneipe ist fertig. Ziegel... Nee, auch alles da. Alles da. Fehlt noch Asphalt. Drei Mitarbeiter. Fünf Mitarbeiter. Fünf Mitarbeiter. Sehr schön. Genau, jetzt braucht wahrscheinlich keiner. Und wenn der jetzt ankommt beim Betonmachermann. Ich hab doch hier da, warum die beiden? Ja. Haben die schon wieder Feierabend gemacht. Sollte sich vielleicht ändern, wenn wir jetzt hier anfangen voll zu bauen. Oh ne, er hat gerade wieder hingebracht. Sehr schön. Macht er gut. Wohnschalterzieher. Stahlbretter. Na, wie, ja, ich wollte gerade sagen. Kein Sprit mehr. Ach, du fehlst noch ein bisschen Asphalt.
bist fertig. Das Dach bauen. Okay, da kommt schon der Stahl. Stahl ist da. Das ist gut. Kindergarten ist auch gleich durch. Also, wir kommen der ganzen Sache schon ein kleines bisschen näher. Abgeholt. Ein kleines bisschen Asphalt. Den sie jetzt hier hinliefern. Ich werde wahnsinnig. Feierabend. Könnte aufhören zu machen. Brauchen wir das Zeug woanders. So, der Bagger ist da. Bevor jetzt irgendwas anderes passiert. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 Gebäude. Können die hier unten alle weg? Das kann weg. Und dann bauen wir die hier knallhart hoch. Gut, brauchen wir natürlich dann noch die Ausrüstung für die Bürger. So. Oh, die sind frisch aus der Schule gekommen. Und hier geht's hoch. In der nächsten Folge, denke ich mal, können wir das Konstruktionsbüro abschließen. Die Straße hier ist auch gerade fertig geworden. Ich weiß nicht, welches gewesen ist. Aber das ist grundsätzlich erstmal egal. Hauptsache, die Straßen werden fertig. Schulen sind auch ganz gut dabei. Könnte besser sein. Wird auch besser. Würde ganz gerne hier anzeigen lassen. Die Universitätsbildung aber kann ich nicht. So, der Kind. Alter, da ist ja gleich die Hölle los. Das wird fertig. Das wird fertig. Na gut, da fehlt noch einmal Ziegel, einmal Bretter. Da ist der eine Kran steht hier oben fest, weil hier auch Stahl und Bretter fehlt. Ich glaube, die haben keinen Bock, da zu arbeiten. Gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.